Für unsere süße Kokosmandelcreme benötigen wir eine Schale frische Erdbeeren. Davon benötigen wir aber nicht alles, der Rest ist zum Naschen. Dann benötigen wir ca. 200 Gramm Kokosmandelbällchen. Ein paar heben Sie sich zur Deko auf. 2 Päckchen Vanillinzucker, 50 Gramm weißer Zucker, 200 Gramm frische Sahne und 500 Gramm Quark. Zunächst nehmen Sie sich Ihren Handmixer zur Hand und dann schlagen Sie die Sahne steif. Ich forme die Kokosmandelbällchen zerkleinern. Dafür habe ich die jetzt hier in eine Tüte reingetan und dann benutze ich einen Fleischhammer und dann zerschlage ich die. Nehmen Sie sich eine Schüssel zur Hand und dann geben Sie den Quark in die Schüssel. Dann geben Sie den Vanillinzucker dazu und den weißen Zucker. Dann geben Sie die Kokosmandelbällchen dazu, die wir ja zerkleinert haben. Und zu guter Letzt die Sahne. Dann mengen Sie das Ganze gut durch. Nehmen Sie sich nun ein Glas zur Hand und dann füllen Sie die Creme da rein und dekorieren das Ganze mit den Erdbeeren und dem Mandelbällchen.